Hallo, guten Tag. Mein Thema ist, was ist eigentlich Wärmestrahlung? Die Wärmestrahlung ist eine Art der Wärmeübertragung, bei der Wärme durch elektromagnetische Wellen übertragen wird. Im Unterschied zu Wärmeleitung und Wärmestrahlung kann sich Wärmestrahlung auch im Vakuum ausbreiten. Die wichtigste Quelle für Wärmestrahlung ist die Sonne. In der Wärmelehre unterscheidet man drei voneinander verschiedene Wärmetransportarten. Wärmetransportarten: Wir haben Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmstromung. Wärmestrahlung in einem Feststoff oder einer ruhenden Flüssigkeit durch eine Temperatur unterscheiden. Unterscheid. Wärmestrahlung, thermische Strahlung, alle Materialien, fest, flüssig, Gase, geben Wärmestrahlung ab. Wärmstromung, Konvektion, Wärme sind durch strömende Flüssigkeiten, zum Beispiel Wasser, oder strömende Gas, zum Beispiel Luft, übertragen. Die Eigenschaften von Wärmestrahlung sind für ihre Nutzung von Bedeutung. Trifft Wärmestrahlung auf einen Körper, so wird sie teilweise reflektiert oder teilweise vom Körper aufgenommen, absorbiert und geht teilweise durch den Körper hindurch. Ja. Wärmestrahlung geht hindurch. In diesem Experiment, wir können verstehen, was ist die Wärmestrahlung. Wir haben die gleiche Temperatur und wir machen die Lampe an und die Temperatur ändert sich.